Muss ich ja nur auf 10 bringen. Von daher passt's. Plätze. Reiten erst zurück. Zum Outpost. Mann, ey. Sorry. Hat irgendwie Sodbrennen. So, von hier kam ich, oder was? Ganz so aus. Alter, ich trag doch hier gerade die Kirche ums Dorf, Mann. Ey. Ja, das ist nervig. Also hier oben die Gegend ist echt nervig, weil... Nee, 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 ich kam von hier. Langsam nervt mich das ständige Nachladen. Und übers Handy gucken ist wohl nicht drin, oder was? Oder lädt's da auch? So, pass auf. Du brauchst jetzt hier noch ein bisschen Wood, ja? So, kannst du kriegen. Und Wood haben bestimmt die anderen. Jawohl. Und dann brauchen wir hier noch 10 Bärenpilze. Kann ich das jetzt hier bitte? Danke. Alavan hat aber auch ganz schön viel, ne? Ich habe überall nur die Hauer. Aber nicht die Fälle. Mann. Ah, hier. Anthony Hatze, wie viel habe ich jetzt schon? Den brauchen wir. Hier brauche ich noch. Hier. Ey, das haben die jetzt nicht gemacht, oder? Ja, die haben jetzt das Holz genommen und haben es verbaut. So, 10 Sehnen und 5 Wolfpelze. Sehnen, ich brauche Sehnen. Da habe ich bestimmt auch noch im Inventar.
Wolfpelze. Reihe. So, 7 Seen habe ich bis jetzt nur. Das ist jetzt aber gerade nicht so toll. Wir brauchen also noch 3 Seen und Rope habe ich genug. Ach so, warte mal, ich habe... Nein. Ich habe, glaube ich, auch noch welche mit Inventar. Nein, habe ich nicht. Oh Mann, ey. So, Put Items. Jetzt aber. Upgrade. Jawohl. So, jetzt brauchen wir nur 20 Wood. Jawohl. Und 10 Rope. Nicht wahr? Genau. 20 Wood und 10 Rope. Aber ich hatte doch hier irgendwo Leute. Die mussten Holz farmen. Die hier. Good Items. Zack, 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 Zettel. Zack. Jawohl. Einer reicht da völlig. 20. Kann nur zwei machen, so ist es nicht. Denn. Sehr schön, jetzt wird das Ding hier nämlich eingenommen und hier ist nichts. Hier kamen wir ja gar nicht weiter vorhin. Das heißt, ich habe jetzt hier gerade ein Riesengebiet eingenommen. Sehr schön, und wir müssen jetzt irgendwie hier hin oder so, gell? Irgendwie so war das doch. Sehr, sehr gut. Hier kriegen wieder alles, was ich habe. Meine Stun-Arrows sind trotzdem weg, ne? Weg! Auch mein Bogen ist weg.
Ich will ja nichts sagen. Aber ich glaube, die kommen hier nicht hin zum Siedeln. Siehst du das? Na, aktuell habe ich jetzt 26,0%. Ich glaube, die kommen da nicht hin zum Siedeln. Das wäre blöd. Ich muss jetzt hier runter. Das hilft alles nichts. Ich glaube, ich will es gar nicht sehen. Genau. Yep. Genau hier muss ich runter. So, aber es gibt halt auch echt. Aua, scheiße. Fuck. Nicht gut. Toll. Ein Glück ist das eine Beta. Dafür ist meine Plötze jetzt tot, ne? Die war eine gute Plötze. Skill.
wenn, dann muss ich hier weg, weil hier komme ich ja gar nicht mehr raus. Alter. Was zum... Oder habe ich den getroffen? Den getroffen.33%. Nice. Das könnte das Lager gewesen sein. Das könnte das Lager in der Tat gewesen sein. Geht's jetzt besser? Mit deinen Nachladern?
Na, die werden das hier schon machen. Hier ist eine Menge Loot drin. Wir haben ihn fast bei 50%. Also, so ziemlich. Ja, ich meine, wir sind bei 33%, ne? Wenn du überlegst, dass du am Anfang vom Spiel ewig lang keinen Fortschritt siehst, weil das nur so 0, und Prozente sind. Wir hauen alle ab hier. Die joinen immer Valkodau, Mann. Ich will dieses scheiß Lager sperren. Hier. Ach. Other Camp. 1, 2, 3, 4. Nach Anthony erstmal. Ohne Bogen, ne, mit Bogen natürlich. 1, 2, 3, 4. Jeder 10 Pfeile, das sind dann 40. Confirm, senden. So, und hier, ihr braucht auf jeden Fall jetzt erstmal Arrows. Zack. Wir haben doch hier genug. Können doch hier Dings machen. So, was braucht die Paralyzing Traps hier zum Deathcap Mushroom? Alles klar. Wenn wir hier Valko da gucken nach Deathcap Mushroom. Zack. Zack. Deathcap Mushroom. 70 Stück. Und los. Und da brauchen wir Holz, natürlich. Und dann könnt ihr hier, weil ihr halt hier auch so viel seid, einfach mal noch ein bisschen Seile herstellen. So. Ist beides ausgelöscht hier. Sehr, sehr gut. Das gehört zu diesem Gebiet hier. Diesem. Müsste jetzt hier hin. Genau. So, pass auf. Da muss ich hier irgendwie raus. Hier hinten oder so. Wie sieht es denn eigentlich aus? 2600 Skillpunkte. Leben erhöhen oder Lebensregeneration? Wenn dann mal Leben erhöhen. Wenn wir einmal dabei sind, nehmen wir jetzt noch das Spyglass. Jetzt habe ich mich dazu durchgerungen, das Spyglass mal zu skillen. Jetzt machen wir hier das Gathering auch noch. Ah ja, das Spyglass ist nämlich eigentlich ganz toll. Kannst du nämlich hier so ra- das ist neu. Das ist jetzt neu. Ich hab aber auch Soulbrenn, Alter. Ja, hier kommst du auch wieder nicht raus. Ja, hier kommst du nicht raus. Hier vielleicht.
Wie viel Leben haben wir denn jetzt? 445. Das ist natürlich Wahnsinn. Wenn du überlegst, wie viel Leben du am Anfang hast, standardmäßig. Also das müssen sie auf jeden Fall noch fixen. Weil sowas kann dir halt auch dein komplettes Safe Game zerstören, indem du halt einfach nicht abspeichern kannst. Beziehungsweise indem du halt auch hier nicht das Gebiet einnehmen kannst oder so, weißt du? Weil halt auch kein Schwein hinkommt, so ungefähr. Punkte haben meine Leute schon erfarmt. Wie schon gesagt, es ist hier alles random, ne? Na, hier oben wirst du wahrscheinlich auch nicht wirklich weiterkommen, ne? Denke ich mir mal. Hier geht halt eben noch eine Straße lang. Deshalb werde ich jetzt das ist halt eben jetzt hier so Kartenrandgebiet, ne? Also, hier ist nicht mehr viel los. Ich dafür noch Black Cockroach Root. Oh man. Ich hab kein Pferd. Meine Plötze ist ja tot. Ich glaube, ich muss in den Wald. Nice. Oh Gott sei Dank. Rough A-Bay.
Das ist nämlich das Schöne, das lockt halt eben mit seinem Duft oder was weiß ich Pferde an. Und kannst du einfach hingehen und kannst das Pferd zähmen. Sage dir, das ist hier wieder. Was? Valkutau ist immer noch overpopulated. Other Camp on. Nestpouting, zack und ab. Ich sagte, dass es auch wieder hier so ein Randkartengebiet hier, wo auch kein Schwein hinkommt. Wenn ich nämlich hier die Berge hier schon sehe, dann weiß ich eigentlich auch schon wieder alles, ne? Ist einfach so. Ja, da kommst du nicht hin. Du sollst da wahrscheinlich auch gar nicht hinkommen, ich weiß es nicht. Ja, nur so kannst du ja auch das Spiel am Endeffekt gar nicht richtig abschließen. Und die 100% nicht erreichen, ne? Weil du in die Gebiete gar nicht hinkommst. Das ist es doch. Das ist doch die eigentliche Scheiße. Bleib da hier drauf sitzen, ich Affe. So, jetzt bin ich ja gespannt. Hier ist schon wieder Schnee, ja. Da. Du kommst hier gar nicht hin. Kommst da nicht hin. Okay, das ist echt ein bisschen nervig. Da frage ich mich dann halt auch einfach, wie der Gegner dann. Das ist dann halt einfach computerbasiert, ne? Dass der Gegner dann halt einfach diese Seite der Karte dann halt eben einnehmen kann, ne?
Jetzt habe ich das gerade mal in den Discord reingepostet. Nicht als Bug, sondern einfach als Hinweis, dass eventuell das Ende der Map auch als das deklariert sein sollte. Zwar halt auch für den Computer. Nämlich eben als genau das, als das Ende der Map. Weil es kann halt einfach nicht sein, dass ich da nicht hinkomme, der Gegner aber dort das Gebiet für sich beansprucht und ich komme da nicht hin, um das zu clearen, weil so kriege ich ja die 100% nie zusammen. Dass ihr hier nicht schießwürdig sein solltet, ne? Auf wen schießen die denn da? Ach was. Da können die Leute jetzt hier looten. Ich brauche das nicht. Alter, ich sehe hier irgendwie aktuell nur noch Berge, wo ich nicht lang reiten kann, gell? Das geht mir gerade auch echt auf den Sack. Was bin ich für ein krasser Dude, Mann? Ja, genau, ich muss ja jetzt hier einfach nur der Straße folgen. Ach, hier war sogar schon mal ein, guck mal, hier habe ich sogar schon ein Lager gecleant. Will nicht sagen, aber hier ist nichts mehr. Brauchen wir nur 10 und hier brauchen wir 20. Ihr kriegt natürlich auch was mit. Eins von drei Warriors has weapon. Send. Ihr braucht halt noch ein paar Pfeile, ne? Und ein paar Hunterbögen. Wenn ihr 10 Mann beherbergen könnt, dann braucht ihr auch 10 Bögen. Und jetzt hoffe ich, aber es sieht halt einfach, ja, das Ding ist definitiv hinter der Landesgrenze. Und ich hoffe jetzt einfach, dass hier hinten dran ein Gegner sitzt. Ganz einfach. Jetzt habe ich aktuell 34,2%. Jetzt hier nicht irgendwo der Trader. Ach, hier unten in der Kuhle, gell? War das nicht so? Ja, hier sollten auf jeden Fall welche rumlaufen. Und Trader ist hier nicht mehr.
So, dann reite ich jetzt hier einfach mal der Straße entlang. Da kommen sie. Da kommen sie, die Siedler. Wenn sie jetzt wirklich noch Säcke dabei hätten mit Holz und Zeug, ne? Das wäre halt schon geil. Oder Rucksäcke auf oder so. %, das Gebiet ist jetzt auch mir. Das Ding ist halt, wenn ich mich jetzt hier hin teleportiere und hier einfach mal mehr Leute mit reinlege. Ne, warte mal, wenn ich jetzt hier nochmal auf Setteln klicke. Usimo, wie hieß das Ding? Da. Sattel, mal gucken, wo ich dann rauskomme. Das werde ich bestimmt nicht schaffen bis hier rüber. Mango-mäßig. Nee, um Gottes Willen. Da wird das hier wahrscheinlich schon knapp. Das hier muss ich dann noch übernehmen. Das Problem ist, ich kann das hier nicht übernehmen. Hier oben sind ja auch noch zwei Gebiete, ne? Ich reite jetzt einfach mal die Straße weiter. Guck mal, wo sie uns hinführt. Erstmal ist hier ein Riesengebirge. Ich habe halt eben nicht genug Seile, habe ich Seile im Inventar. Ich habe sogar Seile im Inventar. Und dann lasse ich die nämlich jetzt dahin transferieren und siedle von dort nochmal mit einem da jetzt hin, wo ich jetzt gerade stand. Eventuell, wenn das klappt. Schauen wir mal. Ich gehe nicht davon aus, dass da oben in der Steppe dann noch irgendeiner rumgeistert. Settle.
Scheiße. Ja, ich hatte da keinen Siedlungspunkt, ne? Nee, kriege ich hier keinen Siedelpunkt rein. Verdammt. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass hier oben das Ding irgendwo aufhört. Aber wenn ich hier die Straße so sehe, ist da die Map zu Ende. Nur gut ist, dass das Gebiet hier nicht vereinnahmt ist, aber das hier ist halt eingenommen vom Gegner und das verstehe ich halt absolut nicht. Das war ein Grizzlybär sogar. Hat sich der Gegner ja ein schönes Lager gebaut am Ende der Map, ne? Please don't kill me. I can tell you everything. Here, go and take. That's all I have. Yippie! Weapon Blueprint. Nice. Habe ich ja gleich das Richtige gekriegt. Ganz ehrlich, also den Loot brauche ich jetzt hier nicht zwingend, ne?
Das gibt's ja nicht. Ich krieg hier oben auch wieder keinen Siedlungspunkt oder was? Gut, das Gebiet hier ist noch ein bisschen größer, also da könnte man hier vielleicht noch siedeln. Ich halt auch einfach gar nicht warte, sondern direkt weiterreite. Hier ist auch noch was. Ach, guck. Ist sogar ein Trailer und eine Kolonne. Schade, ich dachte, die kommen jetzt hierher. Hätte ich mich nämlich hier oben auf die Steine gesetzt, hätte ich eine schöne Hinterhaltposition gehabt. In dem Gebiet ist dann schon wieder ein bisschen mehr los, ne? Die habe ich jetzt in der Tat einfach mal umgebracht. So, da hatte ich mal Lust drauf. Oh, ein Staxhorn. Und ein Iron Arrow. Und ein Lederteil. Meatbait. Ropes sind gut. Iron Arrowhead. Däne. Ich habe die ganze Zeit nur die Leute bekehrt, gell? Jetzt habe ich 4 Leute getötet und habe einen ganzen Punkt Karma weniger. Ah ja, siehst du, kann hier siedeln. Hier in der Kurve kann ich siedeln. Machen wir das doch direkt gleich. Hier direkt dran, jawohl. Da brauchen wir auch nur einen, weil im Endeffekt gehen wir dann nur hin, um das Gebiet zu beanspruchen. Und nicht um da oben irgendwie zu looten. Oder sonst irgendwas, deshalb kriegt er hier auch noch einen Wooden Bow und hier 40 Wooden Arrows oder so. Kann er nicht nehmen. Alter. So, der reitet jetzt dahin, das heißt für uns, wir reiten jetzt hier runter, um das Ding hier schnell zu
fliehen. Damit der eine Soldat, der dahin läuft, wirklich keinen unliebsamen Besuch kriegt. Von irgendeiner Patrouille oder sonst wem. Oh, 20 Minuten mache ich noch bis um 10, dann hat sich das heute hier. Ach ja, genau, hier war ja dieses unabhängige Lager. Wir killen jetzt einfach mal ein paar Leute. Hier steht halt eben leider nicht da, wie viel Karma man wirklich hat. Das wäre halt auch noch schön. Oh, hier vorne sind aber einige. Ist auf jeden Fall nicht wirklich einfach. Ein Pferd auszuschließen. Ist nicht wirklich so einfach. Aber es geht. Schön. Mein armes Pferd. Aber das Camp haben wir doch schön auseinandergenommen. Möchte ich jetzt mal so sagen. Na gut, das Pferd war schon angeschlagen, ja. Ich meine, war es ja wirklich.
Danke. Mensch. Cool, der hat mir halt echt ein Pferd vorbeigebracht, der Typ, ne? Wir kommen immer näher. Oh, wir haben die hier schon richtig. Wir waren heute bei 68%, wo wir angefangen haben. Und hier oben ist auch ein Lager. Aha. Wir gehen erstmal hier runter. Und werden die noch da überzeugen, bei uns mitzumachen. Und dann wird es das für heute gewesen sein. Ich habe, um ehrlich zu sein, auch keinen Bock mehr. Oha. Wegen dieser Rumreiterei da vorhin. Auch. Und weil ich ein bisschen müde bin. Oh, Alter. Ja, wie komme ich denn jetzt hier wieder zu diesem Kacknest, Alter? Das ist doch ja auch wieder der Hit. Junge, hör mal, wo ihr wohnt, da will ja auch kein Schwein hin, oder? Das ist ja der Witz hier. Boah. Wo ist denn hier der? Wer ist denn hier von euch der Campleader? Hier. Naja, we felt a great spirit from you. Voll. Ist die Frage, wo liegt es? Liegt es genau auf der Grenze oder nicht? Aber wahrscheinlich liegt es genau auf der Grenze. Einer 13 Meter noch bis zu diesem komischen Lager hier. Ach komm, es sind noch 13 Minuten. Das machen wir. Valkodau ist schon wieder overpopulated. Wieder 3 Mann zu viel. Hi. Nach Espouting. Och. 1, 2, 3. Ei. Ick. Und tschüss. So. Na, das dachte ich mir nämlich. Lol. Alter, seht ihr das, wie der Pfeil an ihm vorbeigeht? Wie der Pfeil so macht. Was? Also das ist ja schon ein bisschen lächerlich, ne? Bisschen.
3500 Punkte schon wieder. Wie gesagt, hier oben war ja noch was. Wir reiten jetzt zu diesem Outpost. Da ist er. Alter, die Dinger siehst du halt aber auch echt schlecht, gell? Krass. So, ich wollte gerade sagen, irgendwo hier oben war doch noch das Pop-Pack. Wo ist denn das? Lol. Ah, hier. Otter Camp. Der kann auch Lego anlaufen. Da hat er was zu tun, weil das ist nämlich hier. Ne, warte mal, wo ist denn das? Hier. Hat er nicht so viel zu tun. Okay. Never mind. So, die haben auf jeden Fall auch wieder eine Patrouille hier mit am Start. Also da müssen wir auf jeden Fall wieder aufpassen. Aber... ich denke mal, wir kriegen das hin. Was ich mich gerade wundere, ist, dass das hier nicht oben auf der Minimap... ah, jetzt wird es angezeigt. Also ab 170 Meter wird das angezeigt ungefähr. Mal gucken hier. Ich sehe halt hier gar nichts. Ah, hier. Okay. Hier ist auf jeden Fall was. Mimi! Weg jetzt! Weg, 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 weg! Oh ja. Nice. Das war die Gruppe. Und das Biwak auch an sich. Ja, easy, Mann. Ich bin zwar jetzt komplett runter hier mit dem Dings. Aber das macht mir gerade überhaupt nichts. Hier oben ist auch noch ein Camp. Machen wir auch gleich mit. Dann haben wir nämlich das Ding hier gleich clean. Dann können wir dann nämlich morgen, wenn ich anfange, erstmal anfangen, die ganzen Camps zu upgraden. Ja, und dann halt zu siedeln. Direkt. Also wie das nämlich jetzt hier gerade aussieht. Warte mal, ich muss hier links um den Berg rum. Ach, hier wäre das Lager gewesen. Hier rum irgendwie. Dann komme ich da nämlich auch hoch. Jawohl, nice.
Klar, ich bring die hier wieder direkt um. Okay, das war jetzt schlecht. Erster Schuss hätte halt auch echt sitzen müssen. Guck's dir doch bitte an. Auch geklärt. Was ist denn das hier bitte für ein Lager? Hier ist ja nicht mal ein Feuer oder sowas. Geht denn irgendwelche Säcke? Ach doch, hier. So, sehr, sehr toll. Kommen wir natürlich dann auch noch hier bis hierhin vor und vor allen Dingen hier ist halt auch noch direkt nebendran ein Outpost von uns, da hinten ist er. Wie geil, Alter. Da merkst du halt wirklich, das wird random einfach zusammengewürfelt. Entweder das passt oder das passt halt nicht. So, sehr schön. Ja, da haben wir einiges geschafft heute am ganzen Tag. Also muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Das hier nervt mich ein bisschen, dass wir das Lager hier nicht gekriegt haben. Aber ich habe die Hoffnung, dass wir hier hinten einfach rumlaufen können. Ich habe da wirklich die Hoffnung. Wir werden sehen. Schauen wir mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zugucken. Und sage gute Nacht. Ich bin raus. Macht das gut. Ciao, tschüss. Euer Helmut.